Und jetzt das Heute-Journal mit Heinz Wolf und Marietta Slomka. Guten Abend. Um den mutmaßlichen Flugzeugabsturz des Söldnerchefs Prigozhin ranken sich viele Spekulationen. Manche vermuten gar, das Ganze sei vielleicht nur eine Inszenierung. Solche Theorien gab es auch schon bei seiner Meuterei. Vielleicht auch, weil es schwerfällt, sich vorzustellen, dass einem Wladimir Putin die Dinge außer Kontrolle geraten könnten. Seine jahrzehntelange Selbstinszenierung als Allmächtiger wirkt weit über die Grenzen Russlands hinaus. Dabei ist Putin ja schon eine ganze Menge außer Kontrolle geraten. Der Krieg in der Ukraine läuft überhaupt nicht wie geplant. Er hat mehrfach hohe Militärs abgesetzt. Einer seiner wichtigsten Generäle ist verschwunden. Auch Topmanager wichtiger Unternehmen kamen unter mysteriösen Umständen ums Leben. Und nun, mutmaßlich, der langjährige Weggefährte Prigozhin. Nina Niebergall berichtet. Für sie war er ein Held. In St. Petersburg vor dem Hauptquartier der Söldnergruppe Wagner legen Anhänger von Jewgeni Prigozhin Blumen nieder. Trauern um ihn, der für sie kein brutaler Kämpfer, sondern ein echter Patriot war. Es fühlt sich an, als würde man einen Vater verlieren. Er war alles für uns, denn alle haben immer darauf gewartet, was er sagen wird. Sagte Prigozhin zu viel? Wurde er zu mächtig, zu unbequem? Während die Trümmer am Tag nach dem Flugzeugabsturz aufgeräumt werden, nach den Ursachen gesucht wird, sind es diese Fragen, die Russland und die Welt beschäftigen. Nur aus dem Kreml schweigen. Es dauert fast 24 Stunden, bis Wladimir Putin sich zu dem Flugzeugabsturz äußert, den Familien kondoliert. Ich kannte Prigozhin schon sehr lange, seit Anfang der 1990er Jahre. Er war ein Mann mit einem komplizierten Schicksal und er machte schwere Fehler im Leben. Er spricht von Prigozhin in der Vergangenheitsform, bestätigt den Tod damit indirekt. Auf den Straßen Moskaus sind die Menschen skeptisch, was sie glauben sollen. Es kann eine Inszenierung sein oder vielleicht ist er wirklich gestorben, ich weiß nicht. Das Flugzeug konnte nicht von selbst abgestürzt sein. Irgendjemand hat das alles möglich gemacht. Diese Meuterei und so, da hatte sich viel angehäuft. Auf keinen Fall ist Prigozhin einfach so aus dem Leben gegangen. Vor 2 Monaten war Prigozhin mit seinen Söldnern auf Moskau marschiert. Viele bejubelten ihn dafür. Putin spricht von Verrat. Dass der russische Präsident Prigozhin schließlich Straffreiheit gewährte, überraschte viele. Hatte der Wagner-Chef doch monatelang die Spitzen des russischen Militärs beschimpft, vorgeführt, öffentlich blamiert. Mit seinem mutmaßlichen Putschversuch das gesamte System Putin bloßgestellt. Konnte der russische Präsident das wirklich verzeihen? In der Vergangenheit ließ Putin daran zweifeln. Können Sie vergeben? Ja, aber nicht alles. Was nicht? Verrat. Wer Putin verrät, muss wohl büßen. Das ist die Botschaft, die von diesem Tag bleibt. Auch wenn noch sehr viele Fragen offen sind. Und darüber wollen wir mit einer ausgewiesenen Russland-Expertin sprechen, mit Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend, Frau Fischer. Guten Abend, Frau Slomka. Gehören Sie zu jenen Russland-Kennern und Beobachtern, die nicht so wahnsinnig überrascht waren, dass Herrn Prigozhin nun kein sehr langes Leben mehr beschieden war, mutmaßlich? Also der Zeitpunkt eines solchen Ereignisses überrascht natürlich immer ein wenig, wenn man nicht morgens aufsteht und denkt, heute Nacht wird Prigozhin vom Himmel geschossen. Aber die Tatsache, dass er umgekommen ist, ist für mich nicht sonderlich überraschend. Also Sie gehen auch davon aus, dass er tatsächlich tot ist? Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass er tatsächlich tot ist, weil aus meiner Sicht mehr Indizien dafür sprechen als dagegen. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, dass wir keine vollständige Information haben. Und man muss auch damit leben, wir alle müssen damit leben, dass wir die wahrscheinlich auch nie vollständig haben werden. Wenn nun auf den Mann blicken, der Motive hätte, Herrn Prigozhin ins Jenseits befördern zu lassen, Wladimir Putin. Wie interpretieren Sie das, dass der heute den Familien kondolierte?
Ich denke, er knüpft damit an das, was er einige Tage nach der Prigozhin-Meuterei gesagt hat. Er hat ja Wagner sozusagen dann kurz nachdem diese Meuterei passiert ist, durchaus gelobt, hat die Leistungen dieser Söldnergruppe Wagner im Ukraine-Krieg hervorgehoben etc. Daran hat er heute angeknüpft. Und vor allen Dingen, denke ich, geht es für Putin und geht es für das Regime darum, die innenpolitische Situation stabil zu halten und den Menschen in Russland zu signalisieren, dass man die Situation unter Kontrolle hat. Und da passt für mich diese Kondolenzerklärung, wenn Sie so wollen, durchaus mit rein. Könnte das denn bedeuten, dass Putin Angst hat auch vor der Wagner-Gruppe oder davor, wie populär sie oder Prigozhin in der Bevölkerung ist? Ich denke, Putin hat keine, oder ich würde mich wundern, wenn er Angst hätte vor der Wagner-Gruppe, denn ich denke, die Wagner-Gruppe hat in den letzten Monaten schon deutlich an Bedeutung verloren und wird jetzt noch weiter und schneller an Bedeutung verlieren. Aber was die Meuterei im Juni gezeigt hat, war, dass Putin eben keine vollständige Kontrolle über die innenpolitische Situation in Russland hat. Und insofern ist der gestrige Tag ein wichtiger, ein einschneidender Tag gewesen, was auch immer tatsächlich passiert ist mit diesem Flugzeug, im Hinblick auch auf die russische politische Elite. Denn natürlich gehen die meisten Menschen, denke ich, in Russland davon aus, dass Prigozhin und Utkin ermordet worden sind. Und das ist natürlich ein Signal auch an die politische Elite für den Fall, dass Menschen in Russland, Angehörige der Elite, sich ähnliche Gedanken machen könnten. Utkin, das war sozusagen der zweite wichtige Mann, der da mit an Bord war, gewesen sein soll, neben einer Reihe anderer. Auffällig war ja auch, dass die beiden oder alle 10, die dann da an Bord waren, oder 8, im Prinzip ähnlich starben wie die russischen Soldaten, die in dem Aufklärungsflugzeug saßen, das wiederum von den Wagner-Gruppen während dieser Meuterei vom Himmel geholt wurde. Also auch die Bilder ähnelten sich so, dass sie in sozialen Medien sogar verwechselt wurden. Könnte das nicht für eine Form von Rache sprechen, zu sagen, du stirbst jetzt so, wie du unsere Kampfpiloten der russischen Armee vom Himmel geholt hast? Das kann man so interpretieren. Es ist natürlich auch tatsächlich am Jahrestag des Beginns dieser Meuterei passiert. Ja, auch das könnte man so interpretieren. Aber wie gesagt, das ist, wir haben es mit einem extrem undurchsichtigen, intransparenten System zu tun. Und deswegen bin ich mit solchen Interpretationen einfach vorsichtig. Sie sagten eben, die Wagner-Gruppe hat an Bedeutung verloren in dem Kampf um Bachmut in der Ukraine. Spielte sie aber eigentlich eine große Rolle? Genau, in der Schlacht um Bachmut spielte sie eine extrem große Rolle, weil Wagner natürlich auch die höchsten Kosten getragen hat, also auch die meisten Verluste hatte und letztendlich als Kanonenfutter für die Streitkräfte in dieser Schlacht um Bachmut gedient hat. Bachmut ist dann eingenommen worden und die Bedeutung von Wagner ist in diesem praktischen Moment bereits zurückgegangen, plus Prigozhin hat sich ja vor allen Dingen im Frühjahr in einen offenen Konflikt mit der Führung der Streitkräfte begeben. Und auch da sind Schritte ergriffen worden, um Wagner zu entmachten, auch institutionell, um Wagner unter die Kontrolle der Streitkräfte zu bringen. Und die Meuterei und möglicherweise eben auch das, was gestern passiert ist, können durchaus auch in diesem Kontext gesehen werden. Und mit dieser Enthauptung im wahrsten Sinne des Wortes von Wagner gehe ich eigentlich davon aus, dass Wagner in Zukunft keine große Rolle mehr spielen wird. Die Analyse der Russland-Expertin Sabine Fischer. Danke für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Wie gesagt, gestorben wird in Putins Umfeld ziemlich viel. Allein seit Kriegsbeginn gab es wieder zahlreiche mysteriöse Todesfälle innerhalb der russischen Elite. Leute, die man hierzulande vielleicht nicht kennt, aber es sticht halt doch sehr ins Auge, wenn wieder mal ein Oligarch aus einem Fenster fiel. Eine besonders hohe Sterblichkeit haben Regimekritiker und Journalisten. Der lange Arm des russischen Geheimdienstes reicht dabei bis ins Ausland, auch nach Deutschland. Die europäischen Sicherheitsbehörden scheinen da wenig Schutz zu bieten. Umgekehrt ist Russland auch für ausländische Journalisten ein gefährliches Berichtsgebiet geworden. Der in Moskau inhaftierte US-Korrespondent Evan Gershkovich vom Wall Street Journal wurde heute früh erneut einem Gericht vorgeführt. Sebastian Ehm berichtet. Es ist kurz vor 9, als der Transporter mit dem Journalisten Evan Gershkovich vor dem Moskauer Stadtteilgericht Lefortowo vorfährt. Kurz nur ist der inhaftierte US-Amerikaner zu sehen. Wenig später melden russische Medien, die Untersuchungshaft wird um weitere 3 Monate verlängert. Es ist natürlich auch unglaublich enttäuschend,
zu sehen, was für einen hohen Preis dieser Journalist zahlen muss, nur dafür, dass er seine Arbeit gemacht hat. Die Hoffnung auf eine baldige Freilassung des seit fast 150 Tagen inhaftierten Gershkovic ist gering. Anfang Juli gab es in Moskau Gerüchte, dass es einen Austausch mit einem in den USA im Gefängnis sitzenden Russen geben könnte. Kreml-Sprecher Peskow bestätigte Verhandlungen. Es gibt bestimmte Kontakte in dieser Hinsicht, aber wir wollen sie nicht in irgendeiner Weise an die Öffentlichkeit bringen. Sie sollten in völliger Stille durchgeführt und fortgesetzt werden. Doch das US-Außenministerium stellte vergangene Woche klar, dass es dazu nichts Neues zu berichten gibt. Das Verhältnis mit Russland scheint auf einem Tiefpunkt. Dass Journalisten in Putins Russland gefährlich leben, ist bekannt. Immer wieder werden sie angeklagt, festgenommen oder Opfer von Anschlägen. Anna Politkovskaja ist das prominenteste Beispiel. Sie wurde 2006 brutal ermordet. So sollte es auch Jelena Kostjutschenko ergehen. Wie Politkovskaja schrieb sie für die Zeitung Novaya Gazeta. Weil sie über Russlands Verbrechen in der Ukraine berichtete, wurde sie mit dem Tode bedroht. Sie floh aus Russland, doch im Oktober 2022 brach sie in Berlin zusammen. Nach zahlreichen Untersuchungen hatte eine Ärztin einen schrecklichen Verdacht. Sie sagte, dass man alles Mögliche ausgeschlossen hätte. Und es bleibe ihr nur eine Version. Und das sei eine von außen verursachte Vergiftung. Und dann sagte sie, man hat sie möglicherweise vergiftet. Jelena hat überlebt. Sie hatte Glück im Unglück. Aus Angst ist sie untergetaucht. Mit uns spricht sie von einem geheimen Ort. Während meiner Zeit bei der Novaya Gazeta wurden allein 4 Mitarbeiter getötet. 4 Menschen, meine Kollegen. Und ich verstehe Leute nicht, die Journalisten töten. Wir beschreiben lediglich die Realität. Die Realität wird nicht besser, wenn wir getötet werden. Doch Wladimir Putin kreiert sich seine eigene Realität. Wer etwas anderes berichtet, kann sich nicht sicher fühlen. In Russland nicht und nun offenbar nicht mal mehr im Ausland. Derweil begeht die Ukraine heute einen ihrer wichtigsten Nationalfeiertage, den Unabhängigkeitstag. Bezogen auf den 24. August 1991, als das Parlament in Kiew den eigenständigen Staat Ukraine ausrief, dessen Territorium unteilbar und unantastbar sei. Dazu gab es dann auch eine Volksbefragung, bei der insgesamt 90% der Bevölkerung zustimmten. In sämtlichen Landesteilen war das Votum damals eindeutig, auch im Donbass und auch auf der Krim. Heute, inmitten des Krieges, hat dieser Tag natürlich eine besondere emotionale Bedeutung. Und die ukrainische Führung präsentiert Erfolge, die helfen, die Moral hochzuhalten. Christian von Rechenberg berichtet. Eine Kulisse wie geschaffen für einen Tag, der strahlende, der starke Bilder braucht. Weil er für die Ukraine so wichtig ist. Vor der Sophienkathedrale inszeniert der Präsident sich und sein Land kämpferisch. Stolz. Es ist der 2. Unabhängigkeitstag im Krieg. Heute feiern wir alle den 32. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine. 32 Jahre ununterbrochener Unabhängigkeit, die fortbestehen wird, die wir nicht zerreißen lassen werden und die Ukrainer nicht loslassen werden. Auszeichnung für Tapferkeit. Für ihn, der kämpfte. Für sie, die den Mann, den Vater verloren haben. Schweigen. Eine Minute. Gedenkt das Land denen, die nie wieder heimkommen, die gestorben sind für ihre Freiheit. Mein liebes Volk, wir werden nicht zulassen, dass die ukrainische Unabhängigkeit den Ukrainern aus den Händen gleitet. Dieses Gefühl eint uns alle. Wir kämpfen gegen den Feind. Und wir wissen, was wir tun können. Wir wissen, wie wir gewinnen können. Und wir werden siegen. Und so stehen auf Kiews Straßen heute erbeutete Panzer der Russen. Seht her, der Gegner ist schwach. Mordmaschinen als Flanierkulisse. Das soll wohl Mut machen.
Für mich hat sich die Bedeutung dieses Festes komplett geändert. Früher war es einfach ein nationales Fest, aber ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, welchen Preis man für die Unabhängigkeit bezahlt. Wir kämpfen für das Recht auf unsere eigene Identität, für das Recht, unsere Zukunft in der Form zu haben, wie wir sie sehen. Es wäre gut, wenn ich diese Waffentechnik hier nicht sehen würde, nirgendwo in der Ukraine. Wie gesagt, ein Tag, der Bilder braucht. Auch diese hier. Zu sehen angeblich ein ukrainisches Spezialkommando, das in der Nacht auf die besetzte Krim gelangt sein will, um dort Flagge zu zeigen und den Gegner zu schwächen. Der heute wieder mehrere Regionen mit Geschossen angreift, mindestens 16 Menschen verletzt, einen tötet. Es war auch der Tag der Solidarität mit der Ukraine. Zum Fest verspricht etwa Deutschland weiteren Beistand. Norwegen sagt Flugabwehrraketen zu, womöglich auch Kampfjets. Signale, die für Kiew heute mindestens so wichtig sein dürften wie eine strahlende Kulisse. Und dann schalten wir noch zu unserer Reporterin Anne Brühl, derzeit in Kharkiv. Anne, es heißt ja immer wieder, der Verteidigungswille der Ukrainer sei bei allem Leid und Erschöpfung wirklich ungebrochen. Nun bist du als Reporterin kreuz und quer durch die Ukraine gereist, auch in Gebiete, die hart umkämpft sind. Wie nimmst du die Stimmung im Land heute wahr? Ruhig, entschlossen, sehr ernst, denn den Ukrainern wird schon immer klarer, dass dieser Krieg möglicherweise länger dauern wird und dass sie dabei sind, einen sehr hohen Preis für die Verteidigung dieser Unabhängigkeit zu zahlen. Denn viele hier haben Familienangehörige, Freunde in diesem Krieg verloren. Und trotzdem begegnen wir auch immer wieder dieser Entschlossenheit, dieser russischen Aggression etwas entgegenzusetzen. Es gibt gerade eine neue Umfrage, da sprechen sich 90% der Ukrainer dafür aus, gegen Gebietsabtretungen von Russland aus. Wir selbst, wir waren jetzt vor 2 Tagen in Kupiansk. Das ist hier im Osten der Region Kharkiv, eine Stadt, auf die die Russen wieder vorrücken. Es gibt Evakuierungen. Wir haben dort eine Frau getroffen, die hat uns erzählt, ich habe schon einmal russische Besatzung hier erlebt. Ich habe wochenlang im Keller gelebt, hatte kein Brot, nichts zu essen. Das stehe ich nicht noch mal durch. Und viele Ukrainer, die wissen hier sehr genau, was auf dem Spiel steht. Dankeschön, Anne, für diese Eindrücke aus Kharkiv. Einen Erfolg kann Russland heute verbuchen, wobei Moskau dabei im Windschatten Pekings steht. Die Chinesen waren es, die zuvorderst eine Erweiterung der sogenannten BRICS-Gruppe vorantrieben. Sie soll ein sichtbar wachsendes Gegengewicht zum Westen sein. Zu den bislang 5 Mitgliedern kommen nun 6 neue hinzu. Damit hat sich BRICS um einen Schlag mehr als verdoppelt. Und das soll erst der Anfang sein. Zu den Neuen im Bunde gehört das reiche Saudi-Arabien, aber auch Iran. Beide Länder waren sich bislang spinnefeind und führen einen Stellvertreterkrieg im Jemen gegeneinander. Aber auch die Verhältnisse anderer Mitglieder zueinander bergen Konfliktstoff. Verena Garrett und Jan Fritsche berichten vom Gipfeltreffen in Johannesburg. Der rote Teppich stimmt schon mal, aber ist es auch der richtige Weg? Für einen Moment war Chinas so mächtiger Herrscher bei diesem Gipfel orientierungslos. Aber nur kurz. Am Ende hat China bekommen, was es wollte, ein stärkeres Bündnis gegen den Westen. Am Morgen konnte Gastgeber Südafrika die Erweiterung verkünden. Lange waren sich die aufstrebenden Mächte uneinig. Eigentlich sollte schon gestern ein Ergebnis präsentiert werden. Wir haben eine Einigung erzielt über die Leitprinzipien, Standardkriterien und Verfahren des BRICS-Erweiterungsprozesses. Wir sind uns über die erste Phase der Erweiterung einig. Weitere Phasen werden folgen. Zunächst kommen zu den 5 BRICS-Staaten 6 neue dazu: Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Iran. Die BRICS Plus stehen dann für 47% der Weltbevölkerung und 37% der Weltwirtschaftsleistung. Russlands Präsident Putin kann wegen eines Haftbefehls des Internationalen Strafgerichtshofs nicht persönlich dabei sein. Per Videoschalte warf er dem Westen vor, sich mit allen Mitteln gegen die aufstrebenden Mächte und eine multipolare Welt zu wehren. Es ist der gleiche Kolonialismus in neuer Verpackung, der übrigens nicht so gut aussieht. Mit Slogans wie Demokratie und Menschenrechten wollen die modernen Kolonisatoren ihre Probleme lösen, und das auf Kosten anderer.
Vor allem die Aufnahme Irans wird als politisches Statement gegen den Westen interpretiert. Wie die bisherigen BRICS-Staaten will auch Iran die internationale Dominanz des US-Dollars brechen. Die Islamische Republik Iran unterstützt sehr stark das BRICS-Bestreben der Entdollarisierung. Beim Handel und wirtschaftlichen Kontakten zwischen den Mitgliedern sollten stattdessen die jeweiligen Landeswährungen benutzt werden. Die Erweiterung der Gruppe ist ein Sieg vor allem für China und Russland. Sie hatten darauf gedrängt, um im Wettstreit mit dem Westen möglichst viele Länder auf ihrer Seite zu haben. Der, meinen Experten, müsse sich jetzt bewegen. Der Westen sagt oft, dass er sich gleichberechtigt sieht mit den Ländern des globalen Südens, dass er seine Beziehungen mit dem globalen Süden vertiefen will. Und ich glaube, dass das für den Westen jetzt mehr werden muss als bloße Rhetorik. Doch auch für die BRICS-Staaten ist die Erweiterung mit großen Aufgaben verbunden. Schon jetzt ringen unterschiedlich große Wirtschaften miteinander, Demokratien mit Autokratien. Gemeinsame Entscheidungen dürften künftig noch schwieriger werden. Und doch haben China und die übrigen BRICS vorerst ihren Weg gefunden und sind ihrem Ziel einer multipolaren Welt ein Stück näher gekommen. Und jetzt geht's erstmal bei dir weiter, Heinz, mit dem Blick nach Deutschland. In der Diskussion über einen subventionierten Industriestrompreis kommt jetzt auch ein Vorstoß von der SPD-Fraktionsspitze. Sie schlägt vor, angelegt auf 5 Jahre, zunächst 5 Cent pro Kilowattstunde für ausgewählte Branchen. Unterschiedliche Reaktionen bei den Koalitionspartnern. Grünen-Fraktionschefin Dröge sagte, sie freue sich, dass sich die SPD-Bundestagsfraktion hinter die Idee des Industriestrompreises von Robert Habeck gestellt habe. Widerspruch dagegen von FDP-Chef Finanzminister Lindner, der sich am Rande einer Veranstaltung in Sachsen-Anhalt äußerte. Der Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds kann dafür nicht zur Verfügung stehen. Das ist rechtlich ausgeschlossen. Im Übrigen bin ich auch im Zweifel, ob es sinnvoll sein kann, einzelne große Stromverbraucher zu subventionieren. Und am Ende zahlen die Bürgerinnen und Bürger, zahlen die mittelständischen Betriebe dafür die Kosten. Da müssen wir uns bessere Wege einfallen lassen zu bezahlbarer Energie. Ein Bündnis aus Sozialverbänden und Gewerkschaften fordert eine Pflegevollversicherung. Denn mit der derzeitigen Regelung sind die Zuzahlungen Pflegebedürftiger immer mehr gestiegen. So waren es im ersten Halbjahr im bundesweiten Schnitt gut 2.500 Euro pro Monat. Das ergab eine Auswertung des Verbandes der Ersatzkassen. Nach einer von Sozialverbänden heute vorgestellten Umfrage befürchten mehr als 80% ein Pflegeheim nicht finanzieren zu können und sind dafür, die Pflegeversicherung zu einer Vollversicherung auszubauen. Mehrere Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner sind bei einer ersten Fernsehdebatte gegeneinander angetreten. Zu den 8 Teilnehmern gehörten Ex-Vizepräsident Pence und Floridas Gouverneur DeSantis. Donald Trump blieb der Debatte fern. Er gab stattdessen ein langes Einzelinterview, das zur gleichen Zeit im Internet veröffentlicht wurde. Unter den republikanischen Bewerbern liegt Trump in Umfragen deutlich vorne. Und Donald Trump gilt heute erneut große Aufmerksamkeit. Er muss sich im Zusammenhang mit einer Anklage wegen des Vorwurfs der versuchten Wahlbeeinflussung im Bundesstaat Georgia im Bezirksgefängnis in Atlanta melden. Es wird erwartet, dass er in den nächsten Stunden dort eintrifft. Und nach der Aufnahme seiner Personalien kann er die Stadt wieder verlassen. 12 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima ist dort heute damit begonnen worden, aufbereitetes Kühlwasser ins Meer zu leiten. Trotz der Proteste von Fischereiverbänden und Nachbarstaaten wie China. Bislang wurde das belastete Kühlwasser auf dem Gelände gelagert. Inzwischen gehe dort aber der Platz aus, erklärte die japanische Regierung. Auch die Internationale Atomenergieagentur hatte grünes Licht gegeben für die Einleitung in den Pazifik. Wer früher, das heißt bis in die 1990er Jahre, Grimms Märchen las, für den war der Wolf eben genau das, ein märchenhaftes Wesen, das wahlweise Rotkäppchens Großmutter oder die 7 Geißlein bedrohte. Aber kein Tier, das real durch deutsche Wälder streift. Das hat sich gründlich geändert. Seit der Jahrtausendwende sind die Wölfe zurück und verbreiten sich. In manchen Regionen sogar ziemlich stark. Und auch wenn der Wolf zu Unrecht das boshafte Märchenimage mit sich herumträgt, unproblematisch ist das nicht.
In Niedersachsen, wo es besonders viele Wölfe gibt, drängt die Politik auf Lösungen. Im September will sich eine ganze Ministerpräsidentenkonferenz dem Thema widmen. Molin Ilau berichtet. Mehr als 1500 Wölfe streunen mittlerweile durch Deutschland. Die Wolfspopulation steigt stetig. Das war auch so geplant. Der Wolf, ein Artenschutzerfolg. Er ist nach 150 Jahren wieder da. Er ist aber auch ein Reizthema geworden. Im Jahr 2022 gab es erstmals über 4000 verletzte und getötete Nutztiere, darunter neben Schafen auch Ziegen, Rinder und Pferde. Im letzten Jahr haben Wölfe so viele Weidetiere in Deutschland angegriffen wie noch nie. 22 Mal war der Wolf hier in Suderburg, in der Lüneburger Heide, bei Schäfer Karl-Heinz Jahnke. Er hat schon viele Wolfsangriffe auf seine Schafsherden erlebt. Jahnke kommt nicht mehr zur Ruhe. Man ist ein bisschen enttäuscht und resigniert auch ein bisschen, weil das schon über so einen langen Zeitraum geht. Man gibt ganz einfach auf. Ne? So, weil, also ich sehe auch kein Licht am Horizont. Um seine Herde zu schützen, muss er immer wieder aufrüsten. Doch der Wolf überspringt mittlerweile seine Schutzzäune. Von der Politik fühlt er sich im Stich gelassen. Weniger Wölfe wären für ihn die Lösung. Das fordern auch Nutztierverbände. Horst Günther Jagau kann die Forderungen der Schäfer verstehen. Er ist Jäger, kümmert sich um die Tierbestände in seinem Revier. Der Wolf muss wie jede andere Wildart eine Jagd und eine Schonzeit bekommen, fordert er. Wir haben in Niedersachsen im Moment 500 Wölfe plus X. Und bei 30% Zuwachs jedes Jahr wird das irgendwann an die Grenzen kommen. Also das kann so, denke ich, nicht gehen. Und ich glaube auch nicht, dass die Jäger dran erpicht sind, keine Wölfe zu haben. Wir Jäger können mit den Wölfen leben, das ist kein Thema, aber nicht in dieser Menge. Wolfsbestände zu regulieren, das ist nicht erlaubt. Wölfe stehen unter strengem Naturschutz und dürfen nur in Einzelfällen geschossen werden. Das soll auch so bleiben, fordern Verbände wie der NABU. Mehr Wölfe abzuschießen oder gar ganze Rudel, das sei der falsche Weg. Der Naturschutzverband verweist auf Umfragen. Die Akzeptanz für den Wolf in der Gesellschaft ist hoch. 70% der Bevölkerung begrüßt das. Wir bemerken auch nicht seitdem eine Änderung in der Bevölkerung. Übrigens auch zwischen Land und Stadt keinen Unterschied. Aber es gibt eben einen kleinen Teil in der Bevölkerung, der das ablehnt, abgelehnt hat und auch weiterhin ablehnen wird. Der Wolf polarisiert. Im ostfriesischen Aurich gab es im Juni eine Anti-Wolfs-Demonstration. Mehr als 3000 Landwirte forderten sogar wolfsfreie Zonen. Niedersachsen erhöht nun den Druck auf den Bund, fordert schnellere Lösungen und ein regionales Bestandsmanagement. Heißt, Wölfe sollen künftig in bestimmten Regionen wie hier an der Küste abgeschossen und umgesiedelt werden können. Der Wolf gehört nach Deutschland. Das müssen wir schützen, aber wir müssen in Einzelfällen die Möglichkeit auch haben, zum Beispiel zum Schutz von Deichschafen regional differenziert handeln zu können. Die Schafe spielen hier eine wichtige Rolle für den Deichschutz. Sie halten das Gras kurz und treten den Boden fest. Gerade hier nehmen Wolfsrisse zu. Und jetzt noch der Blick auf die Finanzmärkte, Heinz. Mit der Frage, was haben die großen Notenbanken in Sachen Zinsen vor? Antworten oder zumindest Hinweise werden von einem Spitzentreffen in Jackson Hole in den USA erwartet. Frank Bethmann hat das im Blick und schaut vor allem worauf? Ja, auf die Inflation, das ist das große Thema unter den Notenbankern. War es im Übrigen bereits im vergangenen Jahr an gleicher Stelle als der Mann, der vor allem im Mittelpunkt steht, der US-amerikanische Zentralbankchef Jerome Powell, die Märkte auf einen harten Kampf gegen die Inflation einstimmte. Nun sind die zurückliegenden 12 Monate aus Sicht der Währungshüter gut gelaufen. Scharfe Leitzinserhöhungen haben dazu geführt, dass der Preisdruck nachgelassen hat, obwohl er immer noch da ist. Ist denn davon auszugehen, dass es weitere Zinserhöhungen geben wird oder ist der Gipfel erreicht? Naja, um es mit Christine Lagarde, der französischen EZB-Präsidentin, zu sagen, also eine Leitzinssenkung kann sie definitiv ausschließen. Das sagte sie auf der letzten Sitzung im Juli. Alles andere ist offen und genauso wird es Jerome Powell bei seiner Rede halten. Nur nicht festlegen, was man machen wird. Beide, Lagarde und Powell, werden morgen ihren großen Tag in Jackson Hole haben. Die Märkte hoffen auf kleine, vielleicht versteckte Hinweise. Ohne die ging der DAX heute erst einmal in Deckung, verlor über 100 Punkte und rutschte auf 15.621 Zähler ab.
Auch der Dow Jones Index am Abend im Rückwärtsgang. Keiner wagt sich zu früh aus der Deckung. So müssen wir uns mit einer Umfrage unter Ökonomen begnügen. Die sehen den Zinsgipfel mehrheitlich erreicht, also keine weiteren Zinserhöhungen. Frank Bethmann, vielen Dank. Gerne. Es gibt aktuelle Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes für Teile von Baden-Württemberg und Bayern. Gewarnt wird vor schweren Gewittern mit Orkanböen, Starkregen und Hagel. Ein Ergebnis vom Fußball. Für Eintracht Frankfurt gab es am Abend im Playoff-Hinspiel in der Conference League bei Sofia ein 1:1 Unentschieden. Die Entscheidung über das Weiterkommen fällt am kommenden Donnerstag in Frankfurt. Die deutschen Hockeyfrauen haben bei der Heim-EM in Mönchengladbach das Finale verpasst. Sie verloren am Abend gegen Belgien mit 0:1. Bundestrainer Altenburg hat einiges zu erklären in diesem Halbfinale. Weil Belgien früh in Führung geht, ungewohnt und das erste Gegentor überhaupt für die deutschen Frauen bei dieser EM. Deutschland variantenreich bei Strafecken. Charlotte Stapenhorst aber bringt den Ball nicht über die Linie und trifft im letzten Viertel nur den Pfosten. In der Gruppenphase noch hatte Deutschland den besten Angriff. Heute aber sind es zu viele Ballverluste, zu viele technische Fehler. In der Schlusssekunde ist es Belgiens Torhüterin, die den Ausgleich verhindert. Deutschland spielt am Samstag um Bronze. Ärgerlich. Das war's von uns. Gleich im Anschluss folgt die Doku Die Streitrepublik. Sie beobachtet, wie sich die politischen Polarisierungen in unserer Gesellschaft bis in Familien hinein auswirken. Und gegen 0.15 Uhr gibt es dann unser Heute Journal Update mit Sandra Maria Grunewald. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Abend. Jetzt stürzen Wetter und Temperaturen ab. Die schwüle Hitze mit 30 bis 35 Grad wird bis Montag in Richtung Südosteuropa abgedrängt. Und dann wird es von Nordwesten deutlich kühler mit nur noch Höchsttemperaturen von 15 bis 20 Grad. Und das geht einher mit kräftigen Gewittern. Es hat allerdings auch zur Folge, dass die Nächte nicht mehr so warm sind wie in den vergangenen. Heute Nacht sinken die Werte auf 19 bis 16 Grad. Nochmal eine tropische Nacht gibt es hier in Thüringen oder auch am Rhein mit 20 oder 21 Grad. Heute Nacht gibt es zum Teil kräftige Regenfälle und vielleicht auch mal ein unwetterartiges Gewitter, also eines, das mit Starkregen und Sturmböen verbunden ist. Am ehesten trocken bleibt die Nacht hier im Nordosten. Und morgen ziehen dann jede Menge Regenschauer und Gewitter von Südwest nach Nordost über uns hinweg. Die können prinzipiell jeden treffen. Am längsten freundlich bleibt es wohl noch im Norden Schleswig-Holsteins. Der Wind dazu kommt aus südwestlichen Richtungen. Und die Temperaturen liegen morgen an der Nordsee bei 20 bis 22 Grad. Sonst werden 24 bis 32 Grad erreicht. Es wird also auch morgen noch mal heiß, besonders hier im südlichen Brandenburg, auch in der Lausitz und auch in Niederbayern. Und dann wird es von Tag zu Tag kälter über das Wochenende. Und am Montag erwarten uns dann Höchsttemperaturen von nur noch 14 bis 22 Grad. Und dazu wird es deutlich wechselhafter. Guten Abend.